Schicht für Schicht entsteht der Helm im 3D-Drucker. Bevor der Druck losgehen kann, müssen aber alle Daten erfasst werden. Markus Riesi stellt die neue Gardistenhelm her. Mit dem Laserscanner liest er den normalen Blechhelm ein, der hier auf dem Tisch steht. Wir scannen den Helm von verschiedenen Seiten ein. Die Daten können wir nachher zusammenführen, oben, unten, links, rechts. So entsteht ein exakter 3D-Abdruck, der sozusagen die digitale Schablone ist für die neuen Helme. Weil der normale Blechhelm aber von Hand gemacht ist, ist seine Form nicht perfekt. Am Computer kann man das ausbessern. Für das ist der Christian Schwaller zuständig. Der Scan selber hat nicht ganz die Exaktheit, die wir eigentlich brauchen für die Konstruktion. Plus kann ich hier Manipulationen vornehmen. Zum Beispiel das Wappen ist jetzt noch drauf gekommen. Und in diesem Sinn ergänzen, optimieren etc. Beim Druck des Papstwappen auf den neuen Helm zeigt sich ein grosser Vorteil des 3D-Druck. Man kann fast beliebige Anpassungen machen. Für den eigentlichen Druck braucht es nachher nur noch das Material. Die Helme werden aus Kunststoff gemacht. Der ist in langen Fäden auf Spulen aufgerollt und wird unten in die Maschine eingelegt. Ähnlich wie die Tintenpatronen bei einem normalen 2D-Drucker. Die langen Kunststofffäden kommen dann oben wieder aus dem Druckkopf raus und der Helm entsteht Stück für Stück. Rund 14 Stunden braucht es, bis ein Helm fertig gedruckt ist. Der Markus Riesi braucht einen speziellen, UV-resistenten Kunststoff. Das ist angenehmer für die Gardisten. Der Helm wird auch bei hohen Temperaturen nämlich nicht mehr heiß. Der Helm aus dem 3D-Drucker besteht am Ende aus 3 Teilen. Die muss der Markus Riesi noch etwas bearbeiten, zum Beispiel zuschneiden und lackieren. Wenn die viel Arbeit gemacht ist, passt weh. Das Teil, das wir auch schon mal gemacht haben. Das heisst, es kommt auf die Krempe, das ist eigentlich das zweite Teil. Was auch noch drauf kommt, ist nachher der Kamm. Dann kommt noch der Federnhalter. Ist natürlich jetzt hier noch nicht geleimt. Aber der wird befestigt mit Leim und Bolzen. Und dann kommt noch ein schönes Federchen drauf. Der Peter Portmann hat die Idee für den Gardistenhelm aus dem 3D-Drucker gehabt. Am Anlass zu Luzern übergibt er den ersten fertigen Helm am Kommandanten der Schweizer Garde. Das Resultat kommt gut an. Ich bin überrascht. Es übertrifft alle meine Erwartungen. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Endprodukt, das ich jetzt hier wirklich in der Hand habe. Ja. Was gefällt Ihnen speziell daran? Speziell ist bei dem neuen Produkt, dass wir das Papstwappen drauf haben auf der Seite. Das haben die alten schwarzen Helme nicht gehabt. Und das hat man jetzt mit dem 3D-Drucker ohne Probleme können drauf drucken, nicht? Das ist natürlich fair, ja. Die ersten 20 Helme werden schon im Mai ausgeliefert. Ziel ist es, dass am Schluss alle 110 Gardisten im Vatikan einen neuen Helm aus dem 3D-Drucker haben.